Direkt bei der Eröffnung von Krümels Stadel kam es zu einem Polizeieinsatz. Denn ein Nachbar hatte wohl etwas dagegen, dass der Laden zu voll war und die Leute keinen Sicherheitsabstand einhielten. Daraufhin kam die Polizei und alles wurde anders. Wir haben mit den Künstlern gesprochen. 5 Künstler hätten ab 0 Uhr auftreten sollen, doch alle Auftritte wurden abgesagt. Im Innenbereich des Krümels hätten 31 Leute Platz gefunden und Fenster und Türen hätten geschlossen werden müssen. Doch die spanische Polizei hatte etwas dagegen und so mussten Dani und Krümel bei der Polizei zum Appell antreten und es gab wohl einige Anzeigen. Alle Auftritte wurden abgesagt. Ja, lieber Achim, wir haben gerade erfahren, alle Auftritte sind abgesagt worden, weil die Polizei vorhin hier war. Okay. Was sagst du dazu? Ja, das erste Mal, ich höre, aber okay. Du wärst gerne heute aufgetreten, ja, nach langer Zeit. Natürlich, sind wir doch hier. Ja. Aber wenn Krümel das entscheidet, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich denke mal, ist glaube ich auch sinnvoller, dass man jetzt erstmal die Situation abwartet, genau, und jetzt nicht noch mehr provoziert, oder? Dafür waren zu viele Polizeiautos. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die kamen. Ich habe gehört, dass Anwohner irgendwie gerufen hätten, die Leute wären zu dicht aufeinander. Aber kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber wenn Krümel sagt, wir machen die Auftritte canceln, dann muss man das nachvollziehen, weil es geht ja um ihre Lizenz hier. Ne? Ja, das ist schade. Alles eine Scheiße. Wir hoffen, dass wir dich bald irgendwo wieder live sehen. Ja, klar. Und werden dabei sein und wünschen dir erstmal einen schönen Abend. Ja. Und drück Krümel die Daumen, dass das morgen gut geht. Ja. Das werden wir auf jeden Fall. Danke dir. Bitte. Ja, die Auftritte wurden jetzt abgesagt. Den genauen Grund habe ich jetzt noch nicht erfahren. Ich finde es schade, weil ich jetzt gerne gehabt, jetzt meinen ersten Auftritt endlich im Jahr 2020 hier in Mallorca zu erleben. Aber vielleicht musste mal so ein bisschen am Sicherheitskonzept nachjustiert werden oder vielleicht muss man nochmal die andere Stellschraube drehen. Ich hoffe, dass wir das möglichst bald nachholen können. Wie sieht es bei dir jetzt weiter aus? Was wäre heute dein erster Auftritt gewesen? Sind schon weitere Auftritte vorhanden oder wäre es heute erstmal der erste hier gewesen und der letzte? Ich bin jetzt hier, siehst du hier die Plakate? Mittwoch Krümel, Donnerstag Annie, Freitag wäre hier jetzt Alex Engel dran gewesen. Das soll auch, glaube ich, weiterhin so sein. Das Problem war heute, dass einfach zu viele Leute da waren und entsprechend die Sicherheitsabstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Ich glaube, das wird im Regelbetrieb aktuell zumindest erstmal kein Problem, weil so viele Leute auf Mallorca gar nicht hier sind. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Auftritt am Freitag stattfindet, aber genau ist, weiß ich auch noch nicht. Wir drücken dir die Daumen und hoffen, dass du dann Freitag hier singen kannst. Sobald du was weißt, halt uns auf dem Laufenden, dann kommen wir Freitag und begleiten dich da nochmal. Sehr gut. Danke dir. Gerne. Die Stimmung war gedrückt und so konnten wir mit weiteren Künstlern reden. Wir haben gerade erfahren, alle Auftritte wurden abgesagt. Ist schade. Was denkst du darüber? Ja, was soll ich euch sagen? Willkommen im Leben von Krümel mit ihren lieben Nachbarn. Also das hat einen Anruf gegeben bei der Polizei. Es wurde sich beschwert, hier werden Mindestabstände nicht eingehalten. Die Leute stehen auf der Straße, dass das überwiegend Presse war. Das wurde nicht berücksichtigt. Das hat auch die Polizei nicht interessiert. Krümel und Dani haben es vorgezogen, die Auftritte für heute Abend abzusagen. Eine logische Konsequenz, weil wohl die Polizei in Zivil noch immer vor Ort ist. Wir wissen ja nicht, wer es ist. Es sind noch relativ viele Menschen hier, aber alle verhalten sich gesittet, sitzen an den Tischen. Es ist eigentlich doch noch eine relativ gute Stimmung, obwohl sie kurzzeitig gekippt ist. Einige Leute sind gegangen. Ich finde es wahnsinnig schade, dass man sich den Dreck unter den Fingernagel nicht gönnen muss, ich an der Stelle einfach mal sagen. Jeder muss irgendwie sehen, dass er überlebt und ich finde es einfach wirklich unfassbar, was hier heute Abend abgelaufen ist. Ja, dieses nicht gönnen können ist mal wieder ganz groß und ich finde das ganz, ganz furchtbar. Anstatt dass die Menschen sich bei den Händen nehmen und versuchen, irgendwie diese schwere Zeit zu überstehen, passiert eben sowas. Ja, wir drücken uns jetzt alle ganz, ganz fest die Daumen, dass nicht der Hammer kommt und hier keiner mit dem Absperrband kommt und wir nicht hier wieder öffnen dürfen, sondern dass ab morgen der Betrieb ganz normal aufgenommen werden darf und wir dann hier jeder wöchentlich einen Auftritt haben dürfen bei Krümel. Und ja. Verbleibe damit mit lieben Grüßen an deine Zuschauer, lieber Sven. Drücke euch ganz, ganz fest die Däumchen für euer Projekt
Und ja, wir sind jetzt hier Nachbarn. Ja. Und ja, wer Lust und Zeit hat, einen neuen Haarschnitt braucht, der kann ab nächste Woche, ab dem 10.07. bei mir im Friseurstübchen vorbeischauen. Jetzt kannst du einfach antworten. Okay. Ja, ich finde das irgendwie alles ein bisschen blöd und auch wegen dem Corona und so weiter. Weil damals, wo ich hier beim Danny war, da hat er gesagt, ja, Bars dürfen bis 300 Leute aufmachen und Diskotheken. Aber nur im Sitzen und im Tanzen, ja. Und ich habe mir auch sagen lassen, man darf auch singen, aber ich verstehe das nicht, warum das jetzt hier einfach so angekommen ist. Weil singen ist ja auch, man steht ja auf der Theke, das ist ja ein Abstand von oben nach unten, bestimmt über einen halben Meter und die Leute sitzen ja, da kann eigentlich kein Virus so richtig, also die Viren wegkommen, weil ich finde das irgendwie blöd. Wenn ich jetzt hier oben auf dem Tisch stehen würde und würde von da singen und der Gast sitzt hier, das kommt ja gar nicht an, das ist unmöglich. Ja, ich finde es natürlich schade, man hat sich auf den Tag gefreut, man kann endlich wieder einen Auftritt haben. Ja. Hast du schon weitere Auftritte? Weißt du schon, wann es hier weitergeht? Ich hätte eigentlich morgen, also am 2. Juli, meinen Auftritt. Ich muss jetzt gleich mal absprechen, wie das damit ist. Ja, und am 10. Am 10. Juli hätte ich auch meinen weiteren Auftritt hier. Wir verfolgen es weiter. Wir drücken dir natürlich auch den Daumen, dass du schnell wieder auf die Bühne kommst. Und dann begleiten wir dich auch gerne nochmal dabei. Danke dir. Krümel sorgte für Ordnung und wir lassen uns überraschen, wie es weitergeht. Schaltet auch bald wieder bei uns ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, teilt dieses Video und ich freue mich, euch bald hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Danke, schönen Abend euch und bis bald, euer Sven.